Ich vermittle mal eben ein Gespräch. Wir haben einen Astronauten hier heute zu Gast. Ja, hier ist ESA-Astronaut Alexander Gerst aus der Zentrale der Seenotretter in Bremen, Andi Hermann Rudolf Meyer. Viele Grüße, wie geht's Ihnen? Ja, Mahlzeit, uns geht es gut. Die Frage ist, wie geht's Ihnen? Ja, ich hatte ja inzwischen ein bisschen Zeit, mich dran zu gewöhnen, aber das ging erstaunlich schnell. Das, vielleicht war meine Zeit in Bremerhaven auf der Polarstern da hilfreich, um mich so ein bisschen für die Schwerelosigkeit auch zu wappnen. Auf jeden Fall bin ich weder Weltraum noch seekrank geworden. Wir Astronauten ja da draußen sind quasi so ähnlich wie auf See, nur noch weiter weg. Und wir wissen genau, wir haben niemanden, der uns so schnell einfach zu Hilfe kommen könnte, wenn wir in Not geraten im Weltraum, dann haben wir das nicht. Und wenn man sich das überlegt, also das weiß man, wenn man da draußen unterwegs ist, das spürt man, dann entwickelt man noch mehr Wertschätzung für eine Situation, wie wir sie hier auf den Meeren haben, wo es jemanden gibt, der einem zu Hilfe kommt, der auf einen aufpasst. Trotzdem möchte ich mich im Namen meiner Kollegen der Flotte bedanken, dass sie bei diesem Unternehmen die Flagge damit hochzunehmen und etwas Werbung für unser Handwerk zu machen. Naja, vielleicht wird der Traum eines Captain T. Kirk ja doch mal wahr und wir haben mal da draußen dann auch mal eine Rettungsflotte. Live long and prosper. Eine schöne Zeit noch und Wunderblatt. Genau, und Ihnen eine in Astronautengruß, weiche Landung auf die Schifffahrt umgemünzt, ein gutes Anlegen.